das anhaltende Gebet. Wir lesen die Verse 23 bis 25. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit, mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Ganz am Schluss verspricht Samuel auch weiterhin, anhaltend, beständig, ausdauernd für das Volk zu beten. Anhaltende Fürbitte. Wie sehr können wir hier von Samuel lernen? Wie sehr müssen wir hier von Samuel lernen? Samuel nennt drei Gründe, warum er dem anhaltenden Gebet treu bleiben wird. Zuerst weiß Samuel, Gebetslosigkeit ist Sünde. Er sagt hier, Vers 23, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Gebetslosigkeit ist Sünde, ist Ungehorsam. Man könnte meinen, gut, das gilt wohl für Samuel. Als Priester gehört es schließlich zu seinem Beruf, für das Volk zu beten. Aber Freunde, er legte sein Amt gerade nieder. Hier in diesem Kapitel. Und er sagt, ich lege mein Amt nieder. Ich bin nicht mehr Priester dieses Volkes. Aber dennoch, ich werde trotzdem weiter für euch beten, damit ich mich nicht gegen den Herrn versündige. Gebetslosigkeit ist Sünde. Warum? Es ist ein Ausdruck von Stolz. Wer nicht betet, der drückt damit aus, ich brauche nicht Gottes Hilfe, Gottes Beistand, Gottes Weisung. Meine Kraft und mein Verstand reichen aus. Ich hoffe und meine, dass niemand von euch so denkt, aber wenn du nicht betest, zeigst du genau das. Dass du auf dich selbst vertraust, auf deinen eigenen Verstand. Dass du in Hochmut wandelst vor Gott. Gebetslosigkeit ist Sünde. Und Gebetslosigkeit ist auch Undankbarkeit. Samuel kann zu dem Volk sagen, seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Und kennt ihr das nicht selbst? Erst das Gebet lässt uns wirklich hoffnungsvoll aufblicken zu Gott und dankbar ansehen, wie große Dinge Gott an uns getan hat. Durch das Gebet werden wir mit hineingenommen in das Wirken Gottes, damit wir erflehen und auch sehen können, was Gott tut. Gebetslosigkeit ist Sünde gegen Gott. Noch aus vielen weiteren Gründen, aber Samuel lehrt uns anhalten zu beten. Und er sagt, ich habe mich entschlossen, mich nicht gegen den Herrn zu versündigen und aufzuhören, für euch zu beten.